Kanadas gigantische Ölvorkommen sprudeln nicht aus der Erde, sondern liegen tief verborgen im Sand. Im Ölsand. Mitten in der kanadischen Wildnis riesige Industrieanlagen. Sie machen aus dem klumpigen Ölsand das begehrte Rohöl. Menschen aus aller Welt zieht es in die kanadische Kälte. Die Ölfirmen zahlen Spitzenlöhne. Aber sie verseuchen auch ganze Landstriche mit giftigem Abwasser und hinterlassen tiefe Spuren in der unberührten Natur. Dass in der kanadischen Erde Unmengen an Öl lagern, weiß man schon lange. Aber erst als vor wenigen Jahren der Preis explodierte, begann das große Geschäft mit dem Ölsand. Wie die deutsche Braunkohle wird er seitdem im Tagebau gefördert. Aber in welchen Dimensionen? Der Sand unter der Provinz Alberta birgt die zweitgrößten Ölvorkommen der Welt. Nur Saudi-Arabien hat mehr. 174 Milliarden Barrel, verteilt auf einer Fläche doppelt so groß wie Bayern. Der Ölrausch kennt keine Pause. An 365 Tagen im Jahr wird rund um die Uhr geackert. Dieses Geschäft hat nichts zu tun mit herkömmlichen Ölquellen, aus denen man das schwarze Gold einfach abpumpt. Zwar entstand auch hier über Jahrmillionen unterirdisch Öl, aber es versickerte im losen Erdreich. Jennifer Grant vom renommierten Pembina-Institut aus Calgary berät seit Jahren Politik und Wirtschaft in Umweltfragen. Denn die Konzerne pressen der Natur ihre Reserven mit Gewalt ab. Regelmäßig geht die 32-jährige Umweltexpertin den Schäden nach, die durch den Ölsandabbau entstehen. In dem Wald gibt es über 600 verschiedene Pflanzen und 300 Tierarten. Fauna und Flora werden komplett zerstört, wenn der Abbau beginnt. Es fängt mit dem Kahlschlag der Wälder an, die Feuchtgebiete werden trockengelegt und danach die oberste Erdschicht abgetragen. Täglich sind die Trucks der Rodungsfirmen unterwegs. Das schwarze Gold Kanadas liegt nicht direkt an der Erdoberfläche, sondern beginnt erst in rund 30 Metern Tiefe. Eine Schau der Superlative. Die weltgrößten Bagger beladen die weltgrößten Muldenkipper. 4 Millionen Euro teuer und 3.500 PS stark. Voll beladen mit 400 Tonnen Sand, schwerer als ein Jumbojet. Ohne Pause strömt Ölsand in den Crusher. Er bricht die Sandklumpen auf und sortiert Steine aus. Noch ist vom Endprodukt wenig zu erkennen, denn oft liegt der Ölgehalt im Sand unter 10%. Extraktion heißt der Prozess, in dem aus 2 Tonnen Sand am Ende ein Barrel Rohöl entsteht, 159 Liter. Insgesamt gewinnen die Firmen aus dem Sand inzwischen täglich 1,3 Millionen Barrel Öl. Und genau darin sieht die Umweltexpertin ein riesiges Problem. Für jedes Barrel Öl verbraucht die Industrie zwischen 3 und 6 Barrel Wasser. Schon jetzt verschlingen die Raffinerien doppelt so viel Wasser wie die Millionenstadt Calgary. Wächst die Industrie weiter so rasant, droht irgendwann der Wassernotstand. Der Athabasca, einer der längsten Flüsse Kanadas, im Winter meterdick gefroren, dient der Ölsandproduktion als Hauptwasserquelle. Rund um die Uhr wird er angezapft. Im Winter führt der Athabasca nur etwa 10% seiner normalen Wassermenge. Und dennoch darf die Industrie ungemindert Wasser entnehmen. Das ist eine enorme Gefahr für das Ökosystem des Flusses, für Pflanzen und Fische. Es bedarf unbedingt einer Alternative für diesen ungehemmten Wasserverbrauch. Doch eine Alternative ist nicht in Sicht. Und die Produktion
kennt keinen Stillstand. Was dort unten geschieht, gleicht einer Hexenküche. In den Anlagen zerlegen heißes Wasser, Chemikalien und Zentrifugen den Ölsand in seine Bestandteile und eine zähe, schwarze Masse entsteht. Bitumen. Erst durch weitere chemische Prozesse unter Einsatz von Hitze und hohem Druck wird daraus das, wonach die Welt giert. Synthetisches Öl. Was dabei an Rückständen übrig bleibt, ist so giftig, dass man es nicht mehr zurück in den Fluss leiten kann. In riesigen Auffangbecken staut sich das tödliche Gemisch aus krebserregenden Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen. Die Erdwälle um die Becken bilden heute den größten Staudamm der Welt. Und täglich fließen 250 Millionen Liter Giftmüll dazu. Eine gigantische Umweltzerstörung. Es ist längst bekannt, dass die leckenden Teiche Flüsse und Grundwasser gefährden. Außerdem halten wilde Tiere die Abwässer für natürliche Seen und sterben darin. Doch niemand bietet eine Zukunftslösung für das Giftmüllproblem an. Fachleute schätzen, dass täglich 12 Millionen Liter der Giftbrühe ins Grundwasser und in den Athabasca sickern. Fred Kasmick hat als Umweltberater von Shell einen schweren Stand. Wir stehen von allen Seiten ziemlich unter Druck. Ich glaube, wir müssen den Menschen besser erklären, was wir machen, und wir sollten die Sorgen wegen der Umweltzerstörung ernster nehmen. Es geht nicht nur um ein paar Hektar Wald, sondern um globale ökologische Folgen. Das dreckige Geld wird nicht nur in Kanada gemacht, es ist der Treibstoff einer Weltwirtschaft, die am Öl hängt. Noch vor 10 Jahren galt das ehemalige Trapperdorf als verschlafene Kleinstadt in der Wildnis. Heute ist Fort McMurray das Epizentrum des Ölbooms. Die Einwohnerzahl hat sich mehr als verdoppelt. Menschen aus 70 Nationen sind hergezogen, angelockt vom großen Geld. Im Volksmund heißt es längst Fort McMoney. Das Amt der Bürgermeisterin ist für Melissa Blake Traum und Albtraum zugleich. Den traumhaften Zuwachsraten stehen die Folgen des Booms gegenüber. Wir sind extrem gefordert. Uns fehlen Mitarbeiter, die Steuereinnahmen sind zu gering und alles passiert zur selben Zeit. Wir brauchen nicht eine Straße, sondern 10. Wir brauchen kein normales Krankenhaus, sondern eins für 100.000 Menschen. Die Wasser- und Abwasserversorgung der Stadt muss funktionieren, sonst geht etwas schief. Problem Nummer 1, Wohnungsnot. Es gibt nicht genügend Raum für all die Glückssucher. Tausende Ölarbeiter führen ein provisorisches Leben auf dem Campingplatz. Auch Gary Tucker aus Neufundland. 30 Jahre lang Hochseefischer. Dann kam das Aus für die ganze Industrie. Und Gary zog von der ärmsten Region Kanadas nach Fort McMurray, den Ort der Hoffnung. In unserem ersten Winter hatten wir minus 53 Grad. Das hat mich nicht gestört. Man muss sich natürlich vorbereiten. Ich habe alles gut isoliert. Eine Elektroheizung unterm Wagen heizt den Fußboden und drinnen habe ich noch einen Ofen. Alles kein Problem. So, I have no problem. Seit 2 Jahren ist er nun Vorarbeiter bei einer der größten Ölfirmen. 4 Jahre will er noch dranhängen, aber heimisch fühlt er sich hier nicht. I work in Fort McMurray. This is not actually ich arbeite in Fort McMurray. Das ist nicht mein Zuhause. Ich bin nur hier, um Geld zu machen. Alles andere brauche ich nur so lange, wie ich hier bleibe. Um die Wohnungsnot einigermaßen zu lindern, werden jährlich 1600 neue Häuser hochgezogen. Gebaut wird auch bei minus 30 Grad. Wachstum kennt keine Pause. Erst recht nicht bei den Preisen. Binnen 5 Jahren stieg der Wert eines Einfamilienhauses von 100.000 auf über 600.000 Dollar.
In Kanadas teuerstem Ort findet trotzdem jedes Haus sofort einen Käufer. Wer nicht bereit ist, so viel Geld für ein Haus auszugeben, findet vielleicht ein schuhschachtelgroßes Zimmer in den Camps der Ölfirmen. Bis zu 20.000 Menschen wohnen in diesen Containern.